Hi, ich bin Jack Daniel. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Und willkommen zurück zu Resident Evil 7 und nur echte Männer schreiben wie kleine Mädchen. Wir schauen, dass wir hier weitermachen. Letztes Mal gab es einen richtig krassen Bossfight mit Kettensäge sogar. Und wenn euch das Video hier gefallen sollte, nicht vergessen, lasst ein Däumchen da. Oder ohnehin auch jetzt schon, wenn ihr Bock haben solltet, damit ihr das später dann nicht vergisst. So, wir machen weiter. Ich switch mal hier kurz ins Game und wir schauen, dass wir hier so ein bisschen weiterkommen. Ich habe jetzt nämlich diese drei Hundeköpfe mir geschnappt. Das war wirklich nicht easy, die zu bekommen, by the way. Und hier, ey, Omi, hier ist die Omi mal wieder. Hi, Omi, was geht ab? Du warst letztes Mal so schön am Summen, ne, Omi? Was geht ab, Omi? Ja, ist alles fit bei dir? Ja, da lächelst du, wenn du mich siehst. Du magst mich. Die Omi mag mich. Die Omi ist schon nett, ne? Ich mag die Omi. Ein schönes Lied, by the way. Ja, wo hast du denn das gelernt, Oma? Hm? Ja. Willst du mir wieder blasen? Ja, hast du Bock? Komm, aber bitte ohne dein Gebiss. Du weißt, ich stehe drauf. Ich stehe auf blasende Omis. Ja, hast du Bock? Ja, denke ich mir. Aber gerade nicht. Also ich habe gerade ein bisschen was vor. Wie wäre es so, in 10 Minuten komme ich wieder. Ne? In 10 Minuten bin ich wieder da und bereite dich schon mal vor. Ich weiß, du bist ein bisschen vertrocknet, aber sammel mal dein ganzes Sabber, ne? Damit es dann nicht zu sehr weh tut. Und wir sehen uns dann später. Ne? Ich gehe mal kurz kacken oder so. Und wir sehen uns. Ne? Tschüss. Jetzt summt sie wieder ab. Die Oma ist wirklich total lieb. Omi, du bist wirklich total lieb. Muss ich schon... Omi? Omi, wo bist du hin? Omi! Ja, sag einmal, Omi, wo bist denn du verschwunden? Omi ist verschwunden. Okay, Omi ist verschwunden. Okay. Kein Ding, Omi. Kein Problem. Jeder hat so seine Dinge, die er tun muss. Ne? Also, Omi, passt schon. Kein Problem. Wir finden uns schon, hoffe ich, irgendwann. Kann es sein, dass es irgendwas mit Oma auf sich hat? Vielleicht wird ja auch noch so ein krasser Boss oder so. Sie hätte das Potenzial. Bam! Und Sesam, öffne dich, bitte. Bitte, öffne dich. Hallo? Yes, und es... jawohl. Ja, ich bin aus dem Haus raus. Ich bin draußen. Ich bin geflohen. Na, ich denke, geflohen bin ich noch nicht wirklich, aber ich bin auf jeden Fall mal draußen. Das ist schon mal... Das ist schon mal gut. Man ist nicht mehr in der Falle. Aber... Ey, Schießpulver! Nice. Und Chemikalien haben wir ja auch, oder? Ne, haben wir nicht. Aber ich habe Schießpulver gefunden. Cool. Ich bin draußen. Nice. Endlich mal wieder frische Luft und ein bisschen schnuppern. Das ist ja cool. Ey, ist das nicht gegen so schlechte Träume und so? Und Hexen und so? Magie oder keine Ahnung? Kann ich das kaputt machen? Das gefällt mir nicht. Ne, kann ich nicht. Okay. Wer wohnt hier draußen bitte in diesem Wagen? Wohnt hier jemand? Warum überhaupt ist hier so ein Wagen draußen vom Haus? Hallo? Ah, das ist so eine Art Safe Room wieder mal. Cool, haben wir wieder so eine Kiste. Hier können wir wieder speichern. Hier liegt noch irgendwas. Eine defekte Pistole. Wofür brauche ich eine defekte Pistole? Tja, werde ich wahrscheinlich noch früh genug rausfinden. Ah, und hier hat man Münzen. Oder was ist das? Hier sind irgendwelche Stabilizer. Warte mal, was ist das? Aha. Kann ich da vielleicht diese, muss ich da vielleicht diese antike Münzen da reinklatschen? Hier können wir dann auch wieder auf der Kassette was gucken. Da ist noch eine antike Münze. Ja, das. Ja, okay, man muss das also wirklich. Nice! Für 9 Münzen kriege ich so eine 44er Mag. Das ist ja cool. Da haben wir noch ein Bild von den Bakers, wie es aussieht. Für sie ist es zu spät. Okay. Ja, ich denke mal, das war mal irgendwann eine nette Familie. Alter, das hat mich jetzt ein bisschen erschreckt. Ich denke mal, dass sie eine nette Familie waren. Mein Körper fühlt sich immer seltsamer an. Auch ich werde bald wie Mom und Dad sein. Das ist alles ihre Schuld. Sollte ich weglaufen? Nein, unmöglich. Wenn sie es das merkt, werde es aus. Die Frau, mit der sie gekommen ist, Mia. Sie weiß etwas. Wenn ich das Serum hätte, könnte ich mich heilen. Ich muss mehr rausfinden. Ah, war das hier vielleicht Zoe? Die Tochter, die nicht so werden wollte wie die Eltern? Okay, also auf jeden Fall kann ich hier die Münzen da reinklatschen. Was haben wir hier? Ey, ein BH! Jawohl. Cooler BH. Gefällt mir.
Hat was, so ein bisschen moselig und zerflattert. Telefon, kann man hier telefonieren? Hallo, Telefon? Nö, da geht keiner ran, die Leitung ist tot. Hier hat man auch einen Kalender. Schaut mal, hier oben ist ein Kalender. Und da ist was angestrichen. 8, also hier 7, irgendwas, keine Ahnung, ist hier auf jeden Fall irgendwas angestrichen hier. 8, 13, 15, 23 und auch diese ganzen Tage. Keine Ahnung, vielleicht hat das irgendwas zu bedeuten. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall speichern wir die Scheiße hier. Und ich habe eine defekte Pistole, ich weiß nicht wofür. Und wie viele antiken Münzen habe ich denn? Ich habe 6 antike Münzen. Wenn ich 9 habe, bekomme ich eine 44er Mag. Das ist doch geil, oder? Okay, ich packe auch mal kurz die defekte Pistole nochmal hier rein. Auch das Schießpulver, das bringt sich im Moment ja eh nichts, weil ich ja nicht mal Chemikalien habe. Und ja, Kassetten habe ich jetzt auch keine, die ich gucken könnte. Obwohl, so ein Porno wäre hier schon nice. Ne? So ein alter VHS-Porno. So im Wohnwagen, so Travis-mäßig wäre doch nice. Trevor-mäßig, sorry. Wenn man schon... Hat das gerade geläutet? Ja, hat er geläutet. Ja, hallo. Ja, was ist denn da? Guten Tag. Du bist der Erste, der es so weit geschafft hat. Cool. Also, was soll ich für dich machen? Hilft mir das, hier rauszukommen? Ja, hör mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das Gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Mhm. Okay. Und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich Mia helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst es nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. Okay, also als nächstes ist die Mama dran. Papa haben wir getötet, jetzt ist die Mama dran. Kein Problem, wir gehen einfach quer durch die ganze Familie durch. Kein Ding, machen wir. Hier ist jetzt auch auf jeden Fall sehr lustig. Oh, das ist ein Puppenkopf im Ding. Ja, das ist ja nett. Kann man hier irgendwas tun? Verwendet das Objekt? Okay, da braucht man also irgendwelche Objekte dafür. Welche werden wir wahrscheinlich irgendwann rausfinden? Ich habe Pillen, was kann ich mit Pillen machen? Nahrungsergänzungsmittelpillen, die sich auf das Nervensystem auswirken, müssen zur Verwendung zur Arznei verarbeitet werden. Okay. Womit kann ich das kombinieren? Habe ich nichts. Gut. Alles klar, Alter, wie doch das Haus hier so aussieht und so. Richtig heftig. Okay. Wow. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Alte es auch ordentlich in sich haben wird. Ich glaube, die Alte hat es ordentlich in sich. Hier kann man doch nirgends lang. Vielleicht kann ich da irgendwo lang. Da bin ich hergekommen, ne? Da bin ich jetzt geflohen. Da bin ich raus. Dann lass uns mal hier lang laufen. Das sieht hier sehr nett aus. Das sieht hier sehr nett aus. Okay, hier ist auch überall dunkel. Ich folge mal dem Licht so ein bisschen. Alter, die Soundgeräusche. Wer baut denn hier überhaupt so ein Haus mitten auf dem Sumpf? Weißt du? Ah, da waren wir doch im Video, wo Mia davor war. Oh, shit. Ja, hier war Mia. Ekelhafte Scheißpuppen, Alter. Fuck you. Fuck you too. Und fuck you auch. Scheiße, ich hasse Puppen. Okay, oh, da kann man was aufmachen. Flüssige Chemikalie und viele Kakerlaken. Mit denen kann ich nichts anfangen. Ja, wo ist mein Schießpulver? Aber damit kann ich doch was tun. Ah, da kann ich ein Psychotonikum machen, aber das werde ich jetzt nicht. Das ist jetzt nicht so wichtig irgendwie. Ein Psychotonikum ist nicht so wichtig. Da ist es mir lieber, wenn ich hier was... Dabei, jetzt mache ich wieder... Jetzt habe ich wieder verdrückt, Mann. Ich wollte mir so ein scheiß Erste-Hilfe-Ding da machen. Meine Fresse, ich hoffe, ich bereue das nicht. Ich hoffe, ich werde das nicht bereuen. Sieht aus... sieht wie ein Plan für eine Art Flammenwerfer aus. Krass. Wow! Alter! Was ist das für fliegende... Auch noch fliegende Kackviecher gibt's hier. Und da kein Wunder hier mitten im... Stirb! Mitten im fucking Sumpf. Komm her! Wow, du bist ja auch noch schnell. Komm her! Ich krieg dich! Jetzt habe ich dich. Was steht da? 8. Februar 1802. Holy shit. Da war ich
3 Jahre alt. Oh, das sieht so aus wie so Kokons und so. Auch so ein bisschen ein... Auch ein bisschen... Oh, scheiße. Auch so ein bisschen angelehnt an Resident Evil, an die alten Teile. Da gab es auch nochmal so ein altes Haus, wo das alles hier so irgendwie... Oh, scheiße. Okay, okay, ich hab's schon gecheckt. Okay, ich hab's gecheckt, Alter. Ich kann da nicht durch. Da brauche ich einen Flammenwerfer. Okay. Braucht man, glaube ich, bei den alten Resident Evil-Teile auch mal für etwas. Okay, also... Capcom hat hier ein bisschen recycelt und auch ein bisschen was mit neu gemacht. Ist aber gut. Ich meine, aus Recycling kommen viele gute Dinge. Okay, sie ist oben, geh nicht hoch. Wer hat mir das jetzt... Ah, okay, das steht hier. Okay, okay. Okay, da kann ich auf jeden Fall, glaube ich, nicht lang, weil... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Weil da diese Teile daherkommen. Holy shit, Alter. Die sind aggressiv. Aggressive kleine Scheißteile. Die großen gehen ja noch, die kannst du ja wegslashen, die kleinen nicht. Die kleinen nicht. Aber früher oder später, glaube ich, werde ich hier einen Flammenwerfer basteln. Und euch dann flambieren, ihr Wichser. Werde euch flambieren, ihr Bitches. Kann man auch noch durch. Also hier ist es schon sehr verwinkelt. Habe ich eine Map? Ja, habe ich. Trotzdem ist es hier sehr verwinkelt und groß. Also ich würde es nicht wundern, wenn ich hier so Festbrennstoff. Was ist das? Ah, das kann man mit irgendwas... Nice! Jetzt habe ich Brennerkraftstoff. Das kann man also mit Chemikalien machen. Cool. Oh, jetzt brauche ich nur noch einen Flammenwerfer, ne? Blindmunition. Nice. Laber mal nach hier. Wunderbar, weil ich habe mich gerade eh ein bisschen unsicher gefühlt. Nur mit dem. Also nur mit den 8 Schuss. Alter, was ist denn da los? Okay, ich glaube, da kann ich langsam ran, wenn ich da ein bisschen die so wegschlage. Ich hoffe, ich sterbe nicht deswegen. Ja, okay. Hab's hinbekommen. Da ist noch. Was sind das für Kackviecher, Mann? Alter, ich glaube, da springen immer wieder welche raus, oder? Oh, ich habe da welche am Arm. Ja, yeah. Okay, da komme ich nicht so schnell dran. Wow. Wow, 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 wow. Oh, shit, Alter. Okay, da kann man auch nicht rein. Okay, also ohne Flammenwerfer komme ich hier nicht weit. Ich muss hier erstmal alles flambieren, wie es aussieht. Scheiße. Ohne Flammenwerfer. Nee, da brauche ich auch gar auch nicht lang ohne Flammenwerfer. Scheiße. Ja, jetzt! Was ist denn? Scheiß Viecher. Schießpulver, nice. Verfickte Hurenviecher. Kann ich hier lang? Ja, was haben wir hier? Kiste, öffne dich. Jawohl, und. Nice, Dietrich, wenn wir dann den gleich benutzen. Heftige Scheiße mit diesem fucking Vieh hier, Mann. Na, kann ich da jetzt ran? Ne, immer noch nicht. Ja, hier konnte ich das öffnen. So, Dietrich. Rein damit. Vielleicht gibt es irgendwas Interessantes. Hoffentlich. Erste Hilfe. Ja, ist doch gut. Werde ich ohnehin brauchen bald. Okay, gut. Da kann ich auf jeden Fall eh nicht weiter, weil ich da erstmal was brauche, um die scheiß Viecher zu verbrennen. Was ich gerade nicht habe. So, was ist das? Karte des alten Hauses. Nice, jetzt habe ich eine schöne Karte. Da geht's in die Galerie. Oh, da gibt es sicher viele schöne Bilder. Da gibt es sicher viele, viele schöne Bilder in der Galerie. Was haben wir hier? Hier haben wir einen leeren Schrank. Wow. Ah, hier muss man wieder was... Ah, ja, ja, das ist ja wieder das hier, was man hier so machen muss. Das hat ja Mia gemacht. Also, wir haben es ja schon mal gemacht, aber... Ja, mit der Mia halt eben. So. Brennergriff. Nice. Also, so wie ich das sehe... muss ich mir einen fucking Flammenwerfer... zusammenbasteln. Gut, hier hinten geht's in den Shave Room. Ey, ich habe einen Rucksack, wo ich mehr... Nice, Alter. Das ist ja cool, jetzt kann ich mehr Sachen tragen. Das ist ja nice, das gefällt mir. So, wenn wir mal hier das alles hier so da lassen, das hier auch da lassen, Pillen da lassen. Das werde ich nicht da lassen, das nehme ich mit. Jo, speichern das Ganze nochmal ab natürlich. Wunderbar. Und jetzt
sollten wir uns, glaube ich, auf die Suche machen nach, ja, diesen restlichen Flammenwerferteilen. Und so wie es aussieht, muss ich hier so ein bisschen was verbrennen. Kann man hier auch runter irgendwie? Nö, also vom Weg kann ich hier nicht runter. Cool, also muss ich irgendwie schauen, dass ich das alles hier finde. Nice, Flintenmuni, flüssige Chemikalien noch. Geil, vielleicht kann ich die auch wegballern. Ich glaube, ich könnte die auch wegballern, oder? Ich habe ja Schießpulver, flüssige... Ich schaue mal, wie weit ich komme, ohne dass ich jetzt hier irgendwie schieße auf diese Teile. Vielleicht kann ich die auch einfach alle wegschießen. Eventuell könnte man das ja auch wirklich, aber... Wow! Wow, 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 Alter! Alter! Scheiße! Statt Hunde im alten Resident Evil sind jetzt diese Fliegen im neuen. Krasse Scheiße. Hätte ich mir jetzt nicht erwartet. Da sind wieder diese Teile. Ja, rechts kann ich da wieder nicht hin. Seht ihr das? Aber dir kann ich einen mitgeben. Oh, lauf, 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 lauf. Alter! Scheiße, also die hauen mich schon ordentlich. Die hauen ordentlich zu. Kann ich hier irgendwie dahin? Ah, so wie es aussieht, ist hier alles dicht. Also kann ich da nicht hin. War ich hier hinten noch? Da hinten ist noch ein Wasserspeicher. Da war ich noch nicht. Okay. Krass auf jeden Fall. Mal schauen, ob ich noch alle Teile finde. Ich meine, hier habe ich das ja. Schaut mal. Hier ist ja der Plan, ne? Ja. Aber alles habe ich noch nicht dafür gefunden. Aber auf jeden Fall werde ich es brauchen. Ich muss jetzt hier durch, ne? Also... Das bringt sich irgendwie nichts. Scheiße, schnell. Oh shit, oh scheiße. Nein, 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 okay. Okay. Die lassen mich auch nicht durch, ne? Ja, das tötet mich, das tötet mich. Das killt mich. Das killt mich, Alter. Okay, gut. Okay. Also, ich brauche das gar nicht versuchen. Brauchen wir nicht versuchen. Alles klar. Dann werde ich jetzt mal auf die Schnelle hier durchlaufen und mir alle Teile da suchen. Ich habe hier dieses Psychotonikum. So, und dann werde ich einfach mal schnell durchlaufen. In der Hoffnung, dass ich da irgendwie alles finde, was ich brauche. Diese Scheißteile kriegst du nicht tot. Du kannst auch nicht an denen vorbei. Also muss wahrscheinlich hier irgendwo das rumliegen. Und das finde ich halt eben viel leichter, wenn ich dann dieses Psycho-Dings da mir in die Fresse haue. Hm. Weil sonst, glaube ich, finde ich das nicht so leicht. Auf keinen Fall finde ich das dann sogar. Und jetzt kommen die hier wieder. Ja, kommt doch! Nice. Ich mach's mal jetzt schon. So. Oh, seht ihr, da habe ich schon was nicht gesehen. Was ist das? Ja, nehmt ihr das? Warum kann ich das nicht nehmen? Seht ihr das? Ich kann das nicht nehmen. Verarschung, aber auf jeden Fall weiß ich, dass da was ist. Aber ich kann es nicht nehmen. Ist doch scheiße. Okay, hier. Wow, 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 okay. 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 Hier, ja, das ist das auf der anderen Seite. Ja, Alter. Und 44er Merkmunition, nice. Ja, toll. Habe ich das umsonst reingehauen, ne? Das Teil ist halt da unten auf dem Boden gewesen. Ist das ein Bug, dass ich da nicht hin kann? Oder was ist das jetzt? Okay, hier haben wir noch was. Brennstoff. Hier haben wir auch noch was in der... Aha. Okay, also man findet hier schon... besser das Zeug, wenn man dieses Psycho-Teil da reingehauen hat. Okay, aber ich denke mal, da hinten ist das andere... Teil, aber irgendwie bin ich da nicht hingekommen. Warum auch immer.
Warum kann ich das nicht aufheben? Ich glaube, das ist doch was Wichtiges. Ah, das ist nur Brennkraftstoff. Ja, super. Ja, toll. Ich habe nur Brennkraftstoff hier. Ich komme da nirgends durch. Nee. Irgendwo ist da noch was. Aber wo? Es ist auch rasch dunkel. Irgendwo müsste da noch ein zweites Teil dafür sein. Das ist ja eh nur das Safe Room. Im Safe Room gibt's nichts. Gut. Ah, okay, das erste Mal, dass ich hier so ein bisschen nicht weiterkomme. Nein, da kann ich nicht weiter, weil... Hier war ich hier schon, jetzt weiß ich es gerade gar nicht. Ja, hier war ich. Da habe ich hier dann das Schießpulver genommen. Da waren dann wieder diese scheiß Dinger hier, die voll aufdringlich sind. Kann ich die nicht wegschießen? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich versuch's jetzt. Es wäre vielleicht auch Munitionsverschwendung, aber... Ich versuch's mal. Ah, man kann ja auch hier durch. Mann, bin ich doof. Das habe ich gar nicht gesehen letztens, dass man hier hinlang kann. Oh, dann ist es ja gelöst, das Problem. Ah, man kann auch... Ah, man kann nachher noch einen auf Stechen machen. Guck mal. Ich stich dich ab. Stich dich ab. Oder scheiße. Lieber so. So, rein in die gute Stube. Was haben wir hier? Nice, die Brennerdüse. Tja, ich denke mal, dass ich das jetzt kombinieren kann. Brennerdüse kombinieren mit dem hier. Ich habe einen Flammenwerfer, Bitches. Nice. Jetzt werdet ihr verbrannt. Ah, und das spendet sogar noch ein bisschen Licht. Das ist ja nice. So, Leben habe ich... Ah, so kann man das sehen. Okay, ja, Leben ist so lala. Passt aber eigentlich noch. Gut, ihr scheiß Bitches. Jetzt werdet ihr verbrannt. Jetzt habe ich einen fucking Flammenwerfer, Mann. So. Nice. Jawoll. Man sollte sparsam damit umgehen. Jawohl, also man braucht schon einiges, um die zu erledigen. Da muss ich jetzt irgendwas reinstecken, was ich noch nicht habe. Da kann ich noch nichts reinstecken. Mein Schwanz konnte ich reinstecken, aber ich glaube, das bringt sich nicht viel. Aber gut, dann kann man jetzt wenigstens das ganze restliche Haus sich mal so ein bisschen anschauen. Auch hier mal so ein bisschen reinbrennen. Nice. Cool, jetzt habe ich nochmal mehr flüssige Chemikalien. Jo. Kombinieren wir mal hier mit. Dann habe ich noch ein bisschen mehr. Und das kombiniere ich nochmal hier mit. Das werde ich dann, keine Ahnung, für was verwenden. Schauen wir mal, womit ich denn da was machen werde. Vielleicht auch Pistolenmunition, also Schießpulver. So, brennt ihr Wichser. Brennt ihr Wichser. Lass mal nach kurz. Nice. Wow. Kommt da noch mehr raus? Kommt da jetzt genug? Okay, hier ist genug. Ey, da unten kann man durch. Nice, da ist ein Durchgang da unten. Cool. Ja. Alter, diese scheiß Teile, ne? Die nerven. Diese fucking Dinger nerven. Wieder muss ich mich heilen. Obwohl das nur so fucking Fliegen sind, weißt du? Der blöden kleinen Bitches. So stinke ich doch auch wieder nicht. Okay, aber ich kann auf jeden Fall unten rein. Das werde ich jetzt auch. Das ist schon mal
Es ist geil, Alter. Ich liebe solche alten Häuser mit so Geheimgänge und so. Hammer. Richtig geil. Ey, noch eine antike Münze. Yes. Nicht mehr lange und ich kann mir dann diese 44er Magnum holen. Ethan? Ey, Mia! Ethan! Erzähl kein Mist mehr, Mia. Ich will antworten. Ich weiß. Ich weiß. Du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. Aber ich kann mich nur an wenig erinnern und der Rest ist einfach weg. Danny, stimmt's? Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Steh da nicht nur so rum. Tu etwas! Ethan, hilf mir! Verdammt. Okay. Nice, ich habe eine Steinstatue. Jawohl, damit kann ich dann oben wahrscheinlich dann... Damit kann ich oben dann wahrscheinlich diese Dinge wieder machen, damit was aufgeht. Okay, also da hat sich wieder Mia geschnappt. Da wird sie wahrscheinlich wieder vergewaltigen. Gehe ich mal sehr davon aus. Er ist schon so ein kleiner Vergewaltiger. So, dann... Wo war ich denn jetzt noch nicht? Wo war ich denn noch nicht? Hier bin... Oh, Scheiße! Oh, Alter, so viele Spinnen in meinem Face. Scheiße. Okay, die ist hier unterwegs. Die alte crazy Bitch ist unterwegs. Also das war jetzt auch so eine krasse Sache, wenn man das in VR hatte, wenn man irgendwie Angst vor Spinnen hat oder so. Das war gerade echt heftig. Joa. Ich kann auch von hier kommen, ne? Gucken, ob ich sie auch vielleicht verbrennen kann. Bin kaputt, du Scheiß. So. Dann haben wir noch ein bisschen Brennstoff, wunderbar. Und das wollte ich auch noch aufmachen. Mal schauen, ob hier noch irgendwas drin ist. Nee, Kraut. Okay. Kraut bei sehr vielen Würmern. Also das Kraut würde ich nicht essen. Ne. Das Kraut würde ich auf keinen Fall essen. Okay. Hier draußen gibt es nichts für dich, Ethan. Okay. Also du bist schon böse. Du weißt schon, dass ich einen Flammenwerfer habe, du alte Bitch. Ich flambier dich! Verfluchtes Arschloch! Zeig dich! Ich flambier dich! Warum tut denn der das nix? Okay, du bist Feuerresistent, alles klar. Okay, schon gut, du bist Feuerresistent, ist okay. Dann... Dann sei Feuerresistent, ist kein Ding. Die Bitch ist einfach Feuerresistent. Okay, komm, hier, Spinne. Hier habe ich schon mal gemacht. Ich habe das schon mal gemacht. So. Ne, andersrum. So. So. Haben wir. Alter, diese. Du kannst die verbrennen, das tut ja nichts. Krass. Richtig, krass. So, dann mal durch hier. Einmal schön durch hier. Heftige Scheiße. Irgendwelche. Scheiße. Alter. Scheiß mich an. Wow. Wow. Darauf hätte ich gar keinen Bock in Feuer. Aber sowas von keinen Bock. Das ist ja ekelhaft. Das ist ja so schon ekelhaft. Okay, ich werde mich mal wieder heilen kurz. Aber ich werde jetzt nicht diese starke Chemikalien benutzen, um Heilung herzustellen. Weil das schon, ja, kostbar ist. Hier kann ich entweder hoch oder da runter. Ich schau mal hier hoch. Ob da oben was ist. Aber nee, da ist noch eine Tür. Mit dem, ja,
Mit einer Krähe drauf. Oder Adler. Nee, ist eine Krähe. Was steht hier? Zoe, du hast schon wieder versucht, dich zum ersten Stock zu schleichen, nicht? Hast du gedacht, ich würde das nicht merken? Selbst nach dem, was mit Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, von irgendeiner seltsamen Medizin zu sprechen. Und was planst du mit meinem Altar anzustellen? Du lässt besser deine dreckigen Finger davon. Niemand berührt meinen heiligen Altar. Denkst du, dein Vater und ich sind Dummköpfe, du armseliges, verwöhntes Kind? Ich wünschte, du wärst nie geboren worden. Unausstehlich, armselig, aber immer so herabschauend auf uns und versuchst, dein Zuhause zu verlassen, nach allem, was wir für dich getan haben. Armselig, armselig, armselig. Wenn du meinen Altar noch auch nur anfasst, schneide ich dir die Brust ab und serviere sie als Steak. Okay, was hier auf jeden Fall ein bisschen auffällig ist, ist, dass man groß und klein geschrieben hat. Also kann er vielleicht irgendwie, das ist irgendwie so eine Art Code sein. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht hat sie es einfach ja so geschrieben, wer weiß. Aber vielleicht ist es auch etwas, worauf man vielleicht achten sollte. Weiß es gerade nicht. Zumindest im Moment weiß ich es noch nicht. Vielleicht kann man da irgendwas raus interpretieren dadurch. Schauen wir mal. Aber ich fühle mich auf jeden Fall mal safe mit meinem Flammenwerferchen. Nice, ein Psychotonikum mal wieder. Hey, hier ist so ein Wackeljackel mal wieder. Oh, den machen wir auch kaputt. Weiß nicht, was diese Wackeljackels auf sich haben, aber hey, ich habe eine Kurbel. Geil. Und ich weiß, wofür ich diese Kurbel brauche. Das ist wieder so ein Kackkäfer. Faker, wollte ich sagen. So ein fucking Käfer, verpisch dich, Alter. Schluss mit dir. Da ist auch einer. Ich hab dich gesehen. Okay. Gut. Dann haben wir wieder back. In der Hoffnung, dass alles gut läuft. Kann ich irgendwas tun? Kann ich irgendwas schneiden oder so? Nö. Haben die dir hier irgendwas rausgeholt oder so? Keine Ahnung. Ich bleibe mal beim Flammenwerfer. Und gehe jetzt mal wieder zurück. Wie komme ich denn hier wieder zurück, ist gerade die Frage. Warte mal, da hinter mir ist das ja. Jetzt muss ich wieder durch die ganzen Käfer da durch, oder? Nee, ekelhaft. Aber muss ich. Alter. Sieht so scheiße aus, ne? Krass. Also wenn man hier Angst vor kriechenden Viechern hat, dann ist das nicht schön. Dann nicht so gut. Okay, so. Ich will dann mal ganz kurz hier zum Safe Room. Safe is safe. Wenn wir nochmal kurz hin. Und wenn hier jetzt die Münze da lassen. Oh, ich habe schon 7. Das ist schon mal sehr gut. Ich habe ja auch wieder Schießpulver. Das packe ich mir mit ein. Da werde ich jetzt ein bisschen Schießpulver herstellen. So. Und zwar das etwas stärkere. Und nee, das wollte ich nicht. Ich wollte mir das noch für Heilung kombinieren. Und passt. Okay. So, lass mal aber dann da auf jeden Fall. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe noch 8 Schuss. Die Kurbel nehmen wir mit. Skorpionschlüssel brauche ich, glaube ich, im Moment eh nicht. Ich glaube, da brauche ich ja keine Türen damit öffnen. Psychotonikum lasse ich da. Und Kraut nehme ich mit. Kraut lasse ich noch mit. Und jo. 150 hierfür. Ja, das passt. Ist gut. Speichern wir nochmal auf jeden Fall. So. Und weiter geht's. So. Okay, dann muss ich einfach wieder mal quer durch die ganze Hütte hier laufen und dann auf der anderen Seite wieder raus. Um dann. Oh shit. Um diese Kurbel zu benutzen, damit ich über die Brücke kann. Ich glaube, das war auf jeden Fall. Ja, da hinten war das. Okay, denke ich mal. Oder war das auch hier? Die war ja davor hier, ne? Ne, die ist hier. Okay, gut. Ich glaube, das war nicht da. Ich glaube, das war woanders. Warte mal. Alter, wie die dreckig lacht, ey. Das ist ja heftig. Hat der gerade gesagt, du blödes Stück Scheiße, ich habe genug von dir? Das könnte bei der Mutter sein.
So, Nee, scheiße, das war gar nicht hier. Hier geht's ja wieder ganz raus. Nee, das ist da, wo sie ist. Scheiße. Okay, ich muss irgendwie an die vorbei. Ich muss irgendwie an der vorbei, aber wie? Ich glaube hier rum vielleicht. Da, wo sie eigentlich meinte hier, dass sie nicht rein soll. Einfach durch. So, geht doch. Einfach durch, verdammte Scheiße. Oh, shit. Komm schon. Komm schon, Kurbel. 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 Yes. Verpiss dich. Auf geht's. Nice. Und erste Hilfe. Sehr cool. Tür zu. Ich will nicht gestört werden am Klo. Das ist ja wirklich ein Klo. Cool. Noch eine antike Münze. Alter, ich habe bald genug, um die Mag mitzuholen. Krähenschlüssel. Yes. Yes, baby. Oh, da draußen wartet schon was auf mich. Wo konnte man nochmal diesen Krähenschlüssel benutzen? Da hinten. Jawohl. Da werden wir jetzt hin. Vorsichtig beim Türen aufmachen. Ich mach dich Messer, Bruder. Komm her. Hoppa. Messt euch weg. Ihr seid nicht die Munition wert. Ihr seid nicht die fucking Munition wert. Cool, jetzt habe ich den Schlüssel hierfür. Jetzt habe ich den Krähenschlüssel. Das ist, was ist denn da hinten eigentlich nochmal? Das Wasserspeicher, aber da ist ja nichts mehr. Okay, gut. Dann mal durch hier. Hallo, Alte. Die checkt mich nicht. Ist gut. Ist gut, dass sie gerade weggeguckt hat. Bis jetzt habe ich nicht wirklich Angst vor der. Also bis jetzt tut die einem nicht wirklich irgendwas. Scheiße, aber jetzt muss ich hier trotzdem nochmal da durch. Aber da komme ich am EMS-Zimmer vorbei. Okay, mal so. Ich muss einfach nicht die Tür benutzen zum Esszimmer. Da ist ja die. Da rennt die ja rum. So, wenn ich aber hier rumlaufe. Und diese Tür. Oh, Scheiße! Oh, Scheiße, Alter. Schau her, du lästiger Scheißer. Shit. Oh, so heftig ist die jetzt eigentlich gar nicht. Also, so wie es aussieht, hat die Fähigkeit, diese Viecher da irgendwie zu kontrollieren. Dass sie da irgendwie so rumfliegen oder so. Mal schauen, was sie später noch kann. Aber auf jeden Fall war der eine Typ da, der alte Mann da, der war da schon ein bisschen furchteinflößender. Der hat einen ja packen können und durch die Gegend schmeißen können. Da hatte ich jetzt ein bisschen mehr Schiss vor dem. Vor ihr habe ich jetzt noch nicht so viel Schiss. Also, nö, es geht. Die ist zwar schon auch wirklich sehr gruselig und so von der Erscheinung und auch von dem, wie sie schreit und auch redet, aber es geht. So, damit diesen Schlüssel da. Oh! Oh! Och, du Scheiße, Alter. Das war jetzt auch unerwartet. Oh, fuck. Oh, shit. Okay, ich nehme alles zurück. Die ist schon sehr creepy. Oh, fuck. Oh, fuck. Jetzt bin ich hier ganz unten. Oh, Scheiße. Brenn, du Bitch! Alter, jetzt kommen diese ganzen Teile da an. Okay, aber sie zu töten, glaube ich, ist gar nicht mal so schwer. Kann ich hier irgendwie raus? Oh, Scheiße. Okay, man muss sie verbrennen. Alter. Aber für euch klein werde ich nichts verschwenden. Das sind deine Babys, okay. Ja, ja. Was? Jetzt kommt ihr auch noch hier an. Was kommst denn du jetzt? Alter. Scheiße, ich will hier raus. Ach du Scheiße. What the fuck, Alter. Ja, so wie ich Resident Evil kenne, war das sowieso nicht der erste und letzte Auftritt von der. Die kommt noch sicher einige Male, aber nicht zum Höhepunkt.
Scheiße, das hat mich jetzt echt erschreckt, dass die da auf einmal da steht. Holy fuck, ey. Das war mega unerwartet eben. Was haben wir hier? Haben wir nichts. Ah, da ist der Altar, wo sie meinte, Finger weg davon. Was zum? Target acquired. What? Betreffende Serie Serums an den folgenden Objekten in der Lage, Serum synthetisieren. 1D-Serie Gehirnnerv, 2D-Serie Peripher-Nerv. Was ist das? Irgendwas mit Nerven. Okay. Ich glaube, das ist es. Das ist also das Serum. Aha. Und jetzt? Call me on my cell phone. Machen wir mal. Komm. Obwohl es ist, call me on my telephone. Und? Hast du ein Serum gefunden? Musste mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay. Schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Okay. Alles klar, also muss ich mich jetzt noch ein bisschen umgucken hier. Und dann zum Wohnwagen kommen, wenn ich noch was hab. Was muss ich jetzt hier genau finden? Noch ein Bein oder irgendwas? Da fliegen wieder Käfer rum. Warte mal, hab ich das Gefühl, dass diese alte Bitch... Ist das eine Voodoo-Puppe? Sieht sehr nach einer Voodoo-Puppe aus. Ich habe das Gefühl, dass diese alte Bitch nochmal kommen wird irgendwie, aber dann nur noch heftiger. 11. Oktober, aber den ganzen Tag Ohrensausen und kann nicht mehr schlafen, seit das Kind aufgetaucht ist. Zoe hat schon recht. Irgendwas stimmt mit dem Kind nicht und mit der Frau, die es mitgebracht hat. 15. Oktober, ich sehe und höre Dinge, mir ist ständig schlecht. Bin zum Arzt in der Stadt gegangen und er hat mich gerönt. Was passiert mit mir? 22. Oktober, das Kind hat mir ein Geschenk gegeben. Oktober, einfach nur Oktober. Habe das Geschenk in den Geheimraum hinten im ersten Stock gelegt. Dort wird es niemand finden. Jener Arm ist Zeichen des Kindes Vertrauen. Jener Arm wird uns zur Glückseligkeit führen. Und jeder, der diese Glückseligkeit untergräbt, dem werde ich kein Weiterleben gestatten. Jener Arm ist Zeichen des... Aha, okay. Gut, also das ist ein Arm von irgendeinem Kind. Alles klar. Hey, Flintenmunition. Nice. Schauen wir gleich mal nach hier. Laden wir gleich mal schön durch. Die Flinde. Wunderbar. Machen wir. Okay, Leute, bevor wir uns ein bisschen weiter umsehen werden in diesem Haus, werden wir einen kleinen Cut machen natürlich. Und nicht vergessen, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, ein Däumchen da lassen. Freut mich jedes Mal, wenn ich da ein Däumchen hochkriege oder auch einen Kommentar. Schreibt in den Kommentaren Hashtag, die Alte hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, nicht vergessen, lasst ein Däumchen da und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.